Klimaschutz, Migration, gendergerechte Sprache. Themen, zu denen viele Menschen eine Meinung haben. Oft gehen diese Meinungen aber weit auseinander und die jeweiligen Interessengruppen oder politischen Lager scheinen sich immer mehr unversöhnlich gegenüberzustehen. So vergeht fast kein Tag, an dem nicht irgendwo von einer gespaltenen Gesellschaft gesprochen oder geschrieben wird. In dieser Gemengelage erscheint nun das Buch Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft der Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser. Und sie haben sich dafür die Frage gestellt, stimmt das überhaupt mit der gespaltenen Gesellschaft? Eine zunächst simple Frage, die drei Soziologen animiert hat, eine Studie mit mehr als 2500 Teilnehmenden durchzuführen. Und auch ein Thema, das Menschen umtreibt, die an diesem Abend zur Buchpremiere in die Berliner Urania gekommen sind. Durch die Medien scheint es so zu sein, also wird suggeriert, also das, was ich so wahrnehme, dass die Gesellschaft sehr gespalten ist. Ich glaube das aber nicht so, weil im Umfeld Bekannte, Freunde, mit denen ich mich unterhalte, erlebe ich es nicht so. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft gespalten ist, sondern ich nehme eher an, dass ein bestimmter Prozentsatz keine andere Meinung hat. Das Buch gibt diesen Menschen recht. Einzelinterviews und Gruppengespräche haben ergeben, dass die Gesellschaft in Deutschland nicht so gespalten ist, also polarisiert, wie oft behauptet oder auch von vielen wahrgenommen wird. Einstellungen zu Migration, Diversität und Gender, Armut und Reichtum und Klima driften nicht auseinander. Oft besteht sogar Konsens, so das Studienergebnis. Vielmehr spielen bei diesen Konfliktfeldern Triggerpunkte, wie die Forscher der Humboldt-Universität es nennen, eine entscheidende Rolle. Wo bestimmte Einzelereignisse Leute sehr wütend machen können und wirklich so eine Emotionalisierung auch der Diskussionen befördern können, ohne dass darunter eigentlich ein sehr stark organisiertes Weltbild im politischen Sinne stehen muss. Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn Leute das Gefühl haben, in ihr Leben wird irgendwie eingegriffen, ihnen wird vorgeschrieben, was sie zu tun haben. Das nennen wir eine Verhaltenszumutung. Und da sieht man, dass Leute auch, die ganz unterschiedlicher politischer Ansichten sind, trotzdem da sehr stark reagieren, wenn sie das Gefühl haben, mir wird gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Wir zeigen eigentlich empirisch, dass es falsch ist, alle diese Themen Klima, Migration, Identität in einem Topf zu verrühren. Das ist nicht dasselbe und es sind auch unterschiedliche Leute, die da unterschiedliche Meinungen haben. Also wer gegen Migration ist oder wer skeptisch auf Migration blickt, muss nicht deshalb intolerant sein in Bezug auf sexuelle Diversität oder gegen den Klimaschutz sein. Das stimmt einfach empirisch nicht. Das Thema, das zurzeit am meisten polarisiert, die Migration. Aber auch hier sind sich die Menschen laut Studie in vielen Punkten einig. Bestimmte Grundannahmen, zum Beispiel, dass es darum geht, Migranten zu integrieren in den Arbeitsmarkt und in die kulturelle Gemeinschaft über die Sprache, dass das eigentlich alle teilen. Und dann ist eher die Frage, inwiefern ist das der Fall? Also glückt diese Integration oder glückt sie nicht? Und wenn sie nicht glückt, wer ist daran schuld? Sind die Migranten daran schuld oder ist die Aufnahmegesellschaft daran schuld? Und daran sozusagen entzweien sich dann die Meinungen, aber darunter liegt eigentlich ein großer Konsens, dass diese Integration wünschenswert ist. Dabei ist die Gesellschaft durchaus gespalten, wenn es um soziale Ungleichheit wie Vermögensverteilung geht. Laut des Berichts zur weltweiten Ungleichheit aus dem Jahr 2022 besitzt in Deutschland das reichste Zehntel fast 60% des Vermögens. Dass solch ein gesellschaftsrelevantes Thema aber Menschen nicht so sehr triggert, also viel weniger aufregt, hat auch konkrete Gründe, so Linus Westhäuser. Ich glaube, an der Stelle wird klar, dass Triggerpunkte gesetzt werden. Also die müssen auch kultiviert werden, es müssen Anlässe dafür geschaffen werden. Die müssen von der Politik immer wieder aufgerufen und immer wieder bespielt werden, diese Triggerpunkte. Und es müssen auch Medien, die immer wieder aufgreifen und darstellen. Und es wird einfach sehr selten auf der Titelseite der Bild-Zeitung skandalisiert, dass jetzt schon wieder die Reichen am meisten geerbt haben und die Armen gar nichts erben oder dass die untere Hälfte der Bevölkerung gar kein Vermögen besitzt und eigentlich nur die Allerobersten den größten Teil des Vermögens bei sich behalten. Da fehlt sozusagen eine gewisse politische Kultur der Skandalisierung von dieser Art von Ungleichheit. Weitere Gründe dafür seien auch die Schwäche der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie in Deutschland, sagt Linus Westhäuser. Außerdem hat die Studie aufgezeigt, viele haben die Leistungsgesellschaft verinnerlicht, vor allem auch einfache Beschäftigte. Man müsse für sein Geld eben auch etwas tun. Und so werde eher zur Seite und nach unten getreten als nach oben. Triggerpunkte soll kein Wohlfühlbuch sein, sagt Linus Westhäuser. Das wäre ein Missverständnis.
gibt es doch genug politische Akteure, die eine Polarisierung bewusst vorantreiben und damit der Demokratie schaden. Bisher ist die Mitte der Gesellschaft laut Studie also nicht tief gespalten. Das bedeutet aber nicht, dass es keine unproblematischen Meinungen und Einstellungen gäbe, so Westhäuser. Gerade in der Wir-Sie-Arena, wie wir es nennen, also den identitäts- und anerkennungspolitischen Konflikten, sieht man oft so eine Dynamik, dass erstmal alle sich so eingrooven auf so ein alle sollen machen, was sie wollen, wir sind alle tolerant, wir bewerten gar nichts. Und dann reicht es, wenn eine Person so einen leichten Zweifel einwirft und sagt, naja, aber nicht vor den Kindern oder so. Und dann kommen ganz viele andere auch rein und werfen eigentlich doch letztlich homophobe Dinge oder Vorurteile und so weiter ein und finden da durchaus auch eine gewisse Resonanz. Also ich würde auch da sagen, es ist nicht so, dass es da eine vollendete Toleranz und die offene Gesellschaft die Realität ist. Man kann im historischen Verlauf sehen, dass die Gesellschaft sich sehr stark liberalisiert hat, was diese Fragen angeht. Und das zeigen wir auch mit den Daten. Aber es gibt auf jeden Fall auch noch so eine starke sekundäre Homophobie, die eben eher ein bisschen im Versteckten ist und die dann aber sich Bahn bricht, wenn einmal das Tor ein bisschen geöffnet ist. Dennoch sei Streit in der Gesellschaft wichtig, sagen die Autoren. Der Austausch unterschiedlicher Meinungen halte die Demokratie am Laufen. Die Frage sei eben nur, wie diese Meinungen ausgetauscht werden. Ob man die eskalierende Form mit Hassrede nutzt und damit eine Polarisierung und eine wirkliche Spaltung vorantreibt, wie es diese in den USA tatsächlich schon gibt, oder ob man konsensbasiert streitet im Interesse von vielen Menschen.